Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Zunächst einmal möchte ich dich ganz recht herzlich auf meinem Kanal und natürlich auch zu diesem Video hier begrüßen. Es geht weiter mit einer neuen Folge Janinas Kniff mit Pfiff. Und heute, genau heute, kümmern wir uns um die Stempelkissen. Es gibt jede Menge unterschiedliche Stempelkissen und ich möchte dir den ein oder anderen Tipp dafür geben oder beziehungsweise erklären, wofür man diese unterschiedlichen Stempelkissen nutzen kann, wo man sie bekommt oder vielleicht auch in welchem Zusammenhang man sie bekommen kann. Und ich denke, ich werde das auch heute noch mit einschieben in Sachen, wie füllt man diese Stempelkissen auf. Denn natürlich, wenn man regelmäßig damit stempelt, wird es irgendwann schwächer. Also der Farbeffekt wird schwächer, bis er womöglich ganz austrocknet. Und um das zu verhindern, gibt es Möglichkeiten. Das heißt, darum werden wir uns heute kümmern. Und ich würde sagen, mir fällt nämlich gerade auf, dass ich was vergessen habe, mir rauszulegen. So, okay. Also ich würde sagen, wir fangen erst einmal an mit den unterschiedlichen Stempelkissen, die es gibt. So. Die sehen bei mir alle ein bisschen mitgenommen aus, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, denn es kommt ja nicht auf das Äußere an, sondern auf das Innere. Und ich möchte zunächst einmal beginnen mit einem sogenannten Stampin' Spot. Das sind so kleine Stempelkissen, die sind gar nicht groß, also ich glaube 2,5 mal 2,5 cm nur. Und die gibt es in unterschiedlichen Farbvariationen, beispielsweise im Jahreshauptkatalog, muss ich mal gerade gucken, so haben wir die auf Seite 129 und auf der Seite 129 findest du auch tatsächlich alle. Also da hast du hier dieses Dazon, das Memento, das Versamark und auch hier das Grundweiße bzw. Flüsterweiß Stempelkissen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Stempelkissen weiß heißt es hier einfach nur. Und hier in der Mitte hast du auch diese Stampin' Spots. Und du siehst, da gibt es so ein Set mit den klassischen Farben. Das heißt, das sind Amethyst, Anthrazitgrau, Flamingorot, Glutrot, grüner Apfel, Jade, Osterglocke und Tannengrün. Also du hast dann von jeder Farbfamilie was mit dabei. Und damit bist du auf jeden Fall für den Anfang gut gewappnet. Wie gesagt, auf Seite 129 findest du das Ganze. Wenn du gerade erst mit diesem Hobby anfängst, ist das vielleicht eine nette Alternative zu, Entschuldigung, direkt ganz großen Stempelkissen zu kaufen. Genau, das habe ich jetzt nämlich noch vergessen. Das sind noch die regulären Stempelkissen. So, also Farbstempelkissen. Genau, das ist die kleine Schwester in 2,5 cm und die kommt tatsächlich sehr gerne mit solchen Sets wie hier, so einem Paper Pumpkin. Dann hat man da drin auch in der Regel nochmal einen Stampin' Spot. Oder aber wenn du dir Kartensets bestellst, die gibt es ja auch im Jahreshauptkatalog. Ich muss mal gerade gucken, das habe ich mir jetzt natürlich nicht markiert, aber vielleicht finde ich jetzt trotzdem ad hoc eins. Das ist ja meist doch relativ weit vorne. Genau. So. Nein. Nein, nein, nein. Nee, finde ich jetzt so ad hoc nicht. Aber wenn du hier vorne schaust, hier sind eben auch nochmal die Stampin' Spots mit drin. Und das kommt halt häufig mit solchen Sets, mit Komplettsets. Da bekommst du ja einen Stempelblock und aber eben auch Stempelfarbe. Und das ist in der Regel mit so einem kleinen Stampin' Spot. Okay, gut. Das ist die Möglichkeit, wie du so einen kleinen Stampin' Spot erhalten kannst und aber eben auch bestellen kannst. Wie gesagt, so ein Achterset gibt es. Und die sind halt relativ klein, ne? Also 2,5 mal 2,5 cm. Und das ist auch wasserlösliche Tinte. Dann haben wir die großen Geschwister. Das sind diese Stempelkissen hier. Die sind deutlich größer. Ich habe jetzt nur gerade keine Zentimeterangabe parat. Das machen wir aber mal schnell.
Und diese Stempelkissen haben außen zumindest eine Größe von 10,6 mal 9 cm Größe. Und wenn du sie aufmachst, siehst du, du hast hier eine große Stempelfläche. Das hast du hier natürlich nicht. Der Vorteil von diesen großen Stempelkissen ist einfach, dass du auch größere Stempel damit mühelos stempeln kannst. Hier kannst du natürlich auch größere Stempel mit stempeln, müsstest es aber antupfen oder halt den Stempel mehrfach hier auf dieses Stempelkissen aufbringen. Bei den größeren Stempelkissen reicht es mitunter einmal drauf und abstempeln. Kommt natürlich auch auf die Beschaffenheit des Stempelkissens an. Also wenn da schon viel Tinte verbraucht ist, dann wird es, wie gesagt, schwierig. So, auch das ist eine wasserlösliche Tinte, aber das wäre jetzt hier Brombeermousse. Das heißt, es ist eine relativ dunkle und vor allen Dingen kräftige Farbe. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn du das mit Clear Stamps, also mit den Klarsichtstempeln nutzt, dann wirst du vermutlich noch so einen Rotstich auf dem Stempel zurückbehalten. Ich gucke mal gerade, ob ich dir das mal eben zeigen kann. So, wenn du jetzt hier diese Clear Stamps dir mal anschaust, dann siehst du, dass die halt noch einen Rotstich haben. Den bekommst du auch nicht weg. Das ist bei diesen roten oder dunklen Farben im Allgemeinen, das geht auch bei Blau oder bei Grün, je nachdem, wie stark das Ganze pigmentiert ist. Je stärker pigmentiert ist, umso eher behältst du was auf deinem Stempel davon zurück. Das ist aber nur eine kleine Randnotiz. So, dann haben wir aber auch noch diese drei Stempelkissen, beziehungsweise ich habe hier noch so ein altes Stempelkissen in Flüsterweiß. Aber die gibt es ja jetzt auch noch mal neu. Wie gesagt, Seite 129. Genau, das Memento Stempelkissen ist das Stempelkissen, was ich am meisten nutze. Das wird vor allen Dingen dann genutzt, wenn du mit Alkoholmarkern noch etwas machen möchtest auf dem jeweiligen Projekt. Ich gucke mal gerade, ich nehme mir mal einen kleinen Schnipsel Papier und bringe da jetzt einfach mal etwas auf und ich nehme mir hier aus den Painted Poppies. Ich bin voll fasziniert, dass es die immer noch gibt. So. Und daraus nehme ich mir einfach eine Blüte, färbe mir die ein und stempel sie ab. So. Und du siehst, auch hier könnte es noch mal was Tinte im Nachschub brauchen. Und jetzt nehme ich mir hier diese Stampin' Blends und färbe mir das Ganze ein. So, und wenn ich mit dem Memento gearbeitet habe, dann kann ich hier mit dem Alkoholmarker rüberfahren, ohne dass ich mir die Tinte verwische. Das ist ein Privileg, das hast du nicht bei jeder Tinte. Also wenn du jetzt, eine reguläre Tinte, also nein, das ist ja eine reguläre Tinte. Und wenn du etwas mit den Alkoholmarkern kolorieren willst, lohnt das auf jeden Fall immer, dass du dieses Memento-Stempelkissen nutzt. Und wenn du jetzt etwas mit Wassertankpinseln machen möchtest, dazu komme ich jetzt gleich auch nochmal, dann ist nämlich wieder ein anderes Stempelkissen angezeigt. Du siehst also, es hat alles seine Daseinsberechtigung. So, ich habe jetzt natürlich erstmal schön über den Rand gemalt, aber ist ja nicht weiter tragisch. So. Dann hast du halt hier die Möglichkeit, noch zu kolorieren. Gut, wir waren schon dabei, deswegen mache ich hier auch direkt weiter. Das ist, wie gesagt, das Memento-Stempelkissen. Das ist auch etwas, was ich hauptsächlich nutze, weil ich halt viel mit den Alkoholmarkern arbeite. Dann haben wir auch hier dieses Stazon. Das ist für jede Oberfläche gedacht und vor allen Dingen ist es wasserfest. Das heißt, wenn du mit diesem Stempelkissen arbeitest, dann solltest du dir auch bewusst machen, dass
wenn du es nicht sofort wegmachst und mit dem richtigen Mittel, dass auch da nochmal Rückstände auf dem Stempelkissen zurückbleiben. Auf dem Stempel selber, nicht auf dem Stempelkissen. Was rede ich denn hier? So, jetzt brauche ich mal eben meinen Stempelreiniger. Aber so wie es sich gehört, habe ich den wahrscheinlich vor der Nase liegen und sehe ihn wieder nicht. Okay, dann machen wir es anders. Dann stempel ich den jetzt hier einfach ab, bis nichts mehr kommt. So. Und dann nehme ich jetzt das Stezzon-Stempelkissen. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. So, und bevor das jetzt hier antrocknet, muss ich mir das hier auch gerade noch mal entfernen. Denn, wie gesagt, das hält auf allen Oberflächen und du siehst auch hier schon, ich kriege es gar nicht mehr komplett weg. So, und dann setze ich mir das Ganze einfach noch mal daneben. Verdaut. Das ist auch eine kräftige Farbe und die, und hier kann ich jetzt mit, boah, Entschuldigung, ich habe hier wirklich irgendwie einen Frosch im Hals, keine Ahnung warum. Hier kann ich jetzt mit dem Wassertankpinsel arbeiten und wie vermutet, mein Stempelreiniger liegt vor meiner Nase, aber habe ihn halt am Anfang nicht gesehen. So, und du siehst, hier ist jetzt noch so eine Spur zurückgeblieben, was für mich aber in dem Falle tatsächlich nicht tragisch ist. So, und hier kann ich mir jetzt eben ein Stempelkissen nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Glutrot. Und dann packe ich mir ein bisschen auf einen kleinen Stempelblock. Das ist wirklich ein hartnäckiges Fröschlein. So. Und werde mir das jetzt ein bisschen verflüssigen. Und jetzt kann ich hier eben in der Aquarelltechnik arbeiten, ohne das Ganze zu verwischen. Denn du erinnerst dich, die Memento-Tinte ist wasserlöslich. Das heißt, wenn ich da mit Wasser rübergehe, dann habe ich am Ende keine schwarze Tinte mehr da. Das passiert auch nicht sofort. Also für kleinere Arbeiten kann man das auch durchaus nutzen. Aber generell würde ich halt schon empfehlen, dass man dann auf so ein Stezzon-Stempelkissen zurückgreift. Einfach damit man auf Nummer sicher geht. Weil es ist doch ärgerlich, wenn man das Ganze schön koloriert hat und am Ende sieht man die Form nicht mehr. So. Gut. Das mache ich auch nochmal gerade sauber. Und den Wassertankpinsel auch. Das sind so Sachen, den Wassertankpinsel und den Blendingpinsel habe ich beispielsweise vergessen in meiner Arbeitsmittel Folge, aber dazu kommen wir auch noch mal. So, das ist Wassertank und da habe ich jetzt nicht auch noch das Grüne mit bemalt, denn du hast das Prinzip verstanden, denke ich, und ich halte es dir einfach noch mal ein bisschen näher an die Kamera. Gut, wir haben noch das Versamark-Stempelkissen. Das ist ein Embossing-Stempelkissen. Das heißt, es ist so eine klebrige Substanz da drin, so eine klebrige Flüssigkeit. Und damit bringst du Kleber eben gezielt auf in der Form eines Stempels. Und dann kannst du das Ganze embossen. Und das ist zum Beispiel ein embosstes Stückchen, was du am Ende dafür erhältst. Aber zum Thema Embossing werde ich auch nochmal eine separate Folge machen. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so tief in die Materie einsteigen. Okay,
Gut, jetzt habe ich hier ja auch noch das Stempelkissen in Flüsterweiß. Jetzt ist es einfach nur noch ein weißes Stempelkissen im Katalog. Und ich nehme mir dazu einfach mal ein dunkles Stück Papier und möchte dir auch das zeigen. Denn damit kannst du auf dunkles Papier wunderschön auch Stempel mit aufbringen. Und das machst du im Prinzip genauso wie mit den anderen Stempeln auch. Du tauchst es ein und du siehst hier auf der Rückseite schon, aha, das ist voll mit Weiß und stempelst das Ganze ab. So. Jetzt sieht man, dass es unterschiedlich kräftig ist. Muss ich vielleicht auch noch mal nachfüllen. Aber das ist das, wie es dann am Ende aussieht. Je nachdem, welchen Effekt du erzielen möchtest, ist dieses Stempelkissen nämlich wirklich dafür prädestiniert und sollte auf jeden Fall in deiner Sammlung auch nicht fehlen. Aber Obacht, hier siehst du, es bleibt ganz viel Weiß oben hängen. Und das würde ich jetzt auch nicht so in den Stempelreiniger reinpacken und sauber machen, sondern erst einmal mit einem Feuchttuch oder unter fließendem Wasser. Sonst hast du es nämlich auch in dem Stempelreiniger drin hängen und das geht halt echt in alle Ritzen. So. Gut. Und du siehst, je mehr du putzt, umso mehr kommt auch wieder von dem Stazon mit runter. Aber ein Hauch von Schwarz bleibt trotzdem. Obacht bei dieser Stempelfarbe. Die braucht tatsächlich einiges an Zeit, um zu trocknen. Je kräftiger der Abdruck ist, umso länger braucht das. Und wenn du dann nämlich darüber gehst, dann verwischt das Ganze. Und das willst du ja auch nicht. Also, ne? Aber das sind so die unterschiedlichen Möglichkeiten, die du zur Verfügung hast. Und tatsächlich muss ich sagen, finde ich es echt mega, was es alles so gibt. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich mir das hierher geholt habe. Aber gut, so. Nee, das Weiße wollte ich wegpacken. Genau. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann hatte ich ja schon mal angedeutet, wenn ich mir neue Stempelkissen bestelle, bestelle ich mir diesen kleinen Auffüller mit dazu. Hat den Hintergrund, wenn diese Stempelkissen nicht mehr so kräftig sind, muss man die ja auffüllen. Und weil ich das halt gerne mal vergesse, mir zu bestellen, habe ich mir angewöhnt, das direkt mitzumachen, damit ich es eben nicht vergesse. So. Und die Auffüller findest du bei den Stempelkissen selber. Da hast du hier das klassische Stempelkissen und direkt darunter die passende Nachfülltinte. So. Und wenn du das machst, bist du auf der sicheren Seite, dann hast du nämlich richtig viel und vor allen Dingen lange Spaß an deinem Stempelkissen. Denn, wie gesagt, du kannst es immer wieder auffüllen. So. Und wie man das Ganze auffüllt, das möchte ich dir jetzt zeigen. Aber vorneweg nochmal, dieser Auffüller ist nicht ausschließlich und nur für das Auffüllen der Stempelkissen ein nützlicher Begleiter, sondern auch bei vielen anderen Techniken. Aber die werde ich dir dann auch nochmal in separaten Videos vorstellen. So. Dadurch, dass mein Brombeermus eben relativ leer ist, werde ich das Ganze jetzt nochmal auffüllen. Und dazu habe ich hier so ein Eislöffelchen. Ne, der kann nämlich auch dreckig werden. Klar mache ich sauber, aber da muss ich ja jetzt nicht mehr von essen. Und das nutze ich, setze hier auf dem Stempelkissen einfach ein paar Tröpfchen auf. Ich weiß nicht, du siehst das hoffentlich. Und dann gehe ich mit dem Löffelchen und verteile das einmal von oben nach unten, wenn es quer vor mir liegt. Und dann aber auch nochmal, und mit der richtigen Seite macht das Ganze viel mehr Sinn, Janina. Und dann auch nochmal von oben nach unten, wenn ich es längs vor mir liegen habe. Und um ein besseres Farbergebnis zu erzielen, mache ich das auch zweimal. Und du siehst, das sind nur ein paar kleine Tröpfchen. Aber diese kleinen Tröpfchen bewirken wahre Wunder, denn du hast danach
ein schönes, saftiges Kissen. So, dann mache ich mir mal gerade sauber. Und dann wird jetzt nochmal gestempelt. Hätte ich vielleicht mal vorher, nachher machen sollen, ne? Aber ja. So. Und jetzt hast du auch ein ebenmäßiges Stempelbild wieder mit Brombeermus. In dem Fall. Genau. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich habe noch irgendwas vergessen. Aber mir fällt gerade wirklich nicht ein, was. Falls du dich übrigens dafür interessierst, was das für ein Stempel ist, das kommt aus den Painted Poppies und das findest du auf Seite 29 im Jahreshauptkatalog. Da bin ich wirklich erfreut, dass es das noch immer gibt. Das war eins der ersten Sets, die ich mir bestellt habe, wo ich als Demo eingestiegen bin, aus dem Frühjahr-Sommerkatalog von 2020 in dem Falle. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Set. Genau. Und das sind jetzt hier die Unterschiede. Du hast einmal, wo du mit den Alkoholmarkern prima arbeiten kannst, wo aber die Tinte wasserlöslich ist. Dann hast du eine wasserfeste Tinte, wo du mit dem Wassertankpinsel schön arbeiten kannst. Und hier ist jetzt einfach nochmal Brombeermousse. Brombeermousse als Tinte mit drauf. Und das ist halt auch alles wasserlöslich. Also da kannst du jetzt auch keine großen Sprünge mitmachen und sagen, du kolorierst das jetzt noch wunderbar mit Wassertank. Wird eher schwierig. Aber ja, ich glaube, ich muss auch noch mal generell ein weiteres Video drehen zu weiteren Arbeitsmitteln, die ich wirklich beim letzten Mal einfach mal vergessen habe. Also, ja. Es gibt auf jeden Fall noch jede Menge zu entdecken und das werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Video nochmal mit dir machen, damit die Reihenfolge nicht komplett auseinanderspringt. Hoffe aber, dass es dir eine kleine Hilfestellung war, welches Stempelkissen du für welche Variante des Stempelns nutzt und worauf du achten solltest. Und ja, wie gesagt, auf Seite 129 findest du das Ganze. Bei Fragen darfst du mich natürlich sehr gerne kontaktieren. Und zu den Auffüllern und den Hintergrundtechniken, die du damit prima gestalten kannst, gibt es dann auch nochmal ein separates Video. Aber erst einmal werde ich mich dann nochmal den Arbeitsmitteln widmen, die ich vergessen habe. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Restmittwoch. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib kreativ. Hab morgen viel Spaß an Vatertag. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn du magst, schon ganz bald wieder. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.